Die Überfahrt von der A4 aus Richtung Dresden auf die A71 in Richtung Sömmerda ist derzeit komplett gesperrt. Grund hierfür ist das Abrutschen von rund 2000 Kubikmetern Erde eines Hanges direkt an der Auffahrt der A71. Der viele Regen in den letzten Tagen hatte den Boden aufgeweicht, bis er letztendlich ins Rutschen kam. Wir reden von ca. 2000 Kubikmeter Erde, die wir hier abtragen müssen und erst mal zwischenlagern müssen. Und dann reden wir von genauso viel Menge vom Aufbau. Das bedeutet, dass der Erdrutsch hier stufenweise aufgebaut wird und dann mit Grobschotter verdichtet wird und dann wird noch bepflanzt. Bis die ersten Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen sind, bleibt die Überfahrt erst einmal gesperrt. Ziel ist es, die Strecke am Samstagabend wieder freigeben zu können, wenn das Wetter mitspielt und nicht allzu viel Regen die Arbeiten behindert. Der Wiederaufbau des Hanges könnte etwa in einer Woche beginnen. Ja, wir werden dann am Tag sukzessive die Autobahn wieder sperren, die Tangente. Wir haben ja keinen Platz hier, wir haben ja nur 5 Meter Durchfahrtsbreite. Und Sie sehen den großen Langarmbagger, der sich hier bewegen muss und der LKW daneben steht und hat keine Chance, den Verkehr langzuleiten. Umleitungen für die Zeit der Sperrungen sind nach Polizeiangaben ausgeschildert.